als dann diese Nahtoderfahrung dann wirklich komplett da war, war das dann wirklich wie so ein Punkt, wo ich dann tatsächlich den Körper verlassen habe, aber nicht, wie man es oft hört in so Dokumentationen, dass ich dann von oben die Situation betrachtet habe, sondern ich bin dann irgendwie, tatsächlich habe ich diese Szenerie verlassen. Es war total laut und es hat nach verbrannter Haut gerochen. Es war überall Blut, Atemnot und es wurde alles besser und dann plötzlich gut. Aber du hast gerade gesagt, du hast ihn nicht von oben betrachtet, so wie es häufig auch angekündigt wird. Genau. Du hast aber trotzdem gesagt, du hast dich aus dieser Situation rausgezogen. Wie stelle ich mir das vor? Wie also ich finde das Wolke, total interessant. Wie eine Wolke, die wegfliegt.